Was geht ab und willkommen zurück, Fraps läuft, zu einem neuen Part von Let's Play Minecraft 3. Ich hab gedacht, so wie Fraps läuft. Ash? Diri. Wo kommt Ash her? Und der ist Falschri. Und what the leck 3. Okay. Ja, also heute, muss man sagen, läuft die Aufnahme in Ordnung. Man hat es auch gestern, achso, hier müssen ja noch die Blicken, genau. Gestern eine Aufnahme gesehen und ich merke gerade, müssen ein paar Disketten noch einmal und schreibe bitte nicht so rum. Gestern eine Aufnahme, stopp, das war nicht gestern eine Aufnahme. Aber, in der einen Aufnahme. Genau, in der einen Aufnahme, die morgen rauskommt, weil ich bin nämlich morgen nicht da. Also für dich übermorgen, lieber Raccoon. Und da bin ich nämlich, morgen bin ich auch schon nicht da. Also Samstag und Sonntag bin ich nicht da. Da bin ich bin ich bei meinen Parents und ein bisschen Zinsen machen. Ich habe es durchgerechnet, Sonntag könnte es ein bisschen spät werden, tut mir leid, dass ich das jetzt sage mit der Aufnahme. Aber Leute. Oder wir machen das Ding. Also wir sind ja flexible Leute, die immer gerne, ich muss aufpassen, was ich sage. Die immer gerne Sachen machen. So eine geilen Sachen. Das heißt also, es gibt keinen Stream bei dir. Ist aber schade. Genau. Dann muss ich das wohl machen. Das wollte ich auch noch sagen. Und ja, Er ist natürlich beim Probieren am Stream. Und natürlich unten in der Limpe stimmt schon. Unten! Und ich muss sagen, es wird wirklich flüssig heute, also bin ich echt respektabel. Dredo 3000, Leute, und Hank Tucker, merkt euch das. Dredo 3000. Okay. Die einzig wahre. Läuft das überhaupt noch rum? Nein, das führe ich nicht weiter aus. Der Dildo 3000, heute, Leute, immer wieder hier in diesem Shop. Dildo 3000, wer möchte Dredo, nicht? Dredo, bitte. Achso, Dredo, na gut, das du hörst mir nie zu, wenn ich dir was hake. Ach so, weil ich barke immer die ich weiß es nicht. Du backst immer die Kinder. Ich pack. Wer war denn das gerade? Da ist gerade kurz jemand auf Teamspeak Server gejoint und dann wieder runtergegangen. Ach du Scheiße, es muss so viel gemacht werden für diese 4K-Dinger. Ja, was liegt denn heute bei mir an? Ich bin wieder wie immer richtig verpeilt. Und das ist ja nichts Neues. Obwohl ich natürlich weiß, was ich machen möchte. Das wollte ich eigentlich zum 100. Part fertig haben. Aber jetzt fange ich eben nach dem 100. Part an. Ach, und nee. Hält er seine Zeitpläne ein. Hält er sie ein. Es war aber auch nicht geplant. Also, denn... Ja, jetzt kommen wir lieber aus Flüchtig, ja. Da versucht er sich wieder rauszureden, der kleine Lümmler. XDHL. Tricks. Weiß auch nicht, was XDHL ist. Ist bestimmt der neue Paketversand. XDHL. Gott, scheiß Witze. Wir brauchen also Sampling Crafter, wir brauchen Speed. Ach ja, fuck. Achso, ich hab Firefox noch an. Scheiße. Ja, gut. Mein Part wird auch relativ einseitig. Versuchen, ein Kuppeldach zu bauen. Ja. Mein erstes Mal, dass ich ein Kuppeldach baue, ist also gar nicht so einfach. Jetzt aber mal schauen, wie es wird. Ich habe eine Idee und ich versuche, die umzusetzen. Jetzt fällt mir ein, warum ich eigentlich überhaupt nicht mehr unten die Energie machen wollte, weil ich das Kerosid brauche. Oder Kerosid, oder wie das heißt. Das brauche ich nämlich für die Tracks. Und die Tracks wollte ich bauen, um eine kleine Strecke zu bauen. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, da ist ein Stack Coke Coal drin. Das ist meiner. Warte mal, out in, jetzt muss ich mal gucken. Hier du ist versuchst jetzt nicht ernsthaft gerade das da wieder auszustellen, das ist so einfach. Ne, ich hab's ja ausgemacht, aber ich überlege gerade, ob ich das noch rauszapfen kann aus der Energieerzeugung. Hä? Wie heißt denn das Zell? Also haben wir ein paar Zellen. Du hast doch den Generator und dort hast du einmal in und einmal out. Jetzt wollte ich gucken, ob ich aus dem out etwas rausziehen kann. Nein. Naja, ist sowieso leer. Naja, du packst, in der Regel packst du da, also dieses In und Out ist, dass du da oben einen Eimer reinpackst und unten den Eimer wieder rauskriegst.
Ach so, ist das gemeint. Das ist alles und du hast es immer noch nicht ausgestellt, du Depp, ich wusste es. Ach, dort hinten hast du auch. Ja, da hinten ist auch noch, damit möglichst schnell alles rausgepumpt wird. Achso, ja, ich kann die nicht aufheben. Na gut, dann kann ich jetzt mal kurz. Ja, den Stack Coal kann ich auch nicht aufheben. Gut, dann nehme ich den mit. Aber das ist meiner. Ja, ich ich habe den gestern mühsamst erstellt. Ja, das dauert ja auch Ewigkeiten. Ja, irgendwie, warte, jetzt müssen wir kurz überlegen. Ich habe eine Zeit mal gelesen. Anderthalb Minuten oder so. Stopp. Ich kann ja bei dir nicht rein, hast du mir mal gesagt. Hä? Alter, hier vorne stehen zwei Kisten. Ich habe eine Küche mit einem Küchenlager. Da stehen drei komplette Double-Chests. Ich verstehe dein Problem nicht. Ey, nee, ich brauch das sowieso oben. So, ich hab's einfach mal in die Küche. Ich geb's dir. In den Kühlschrank reingelegt. Wieso in den Kühlschrank? Ne, die müssen Kühe gehalten werden. Hast du noch niemals. Behindert? Hast du noch niemals gehört, dass diese Coca-Cola Kühe gehalten werden muss? Nee, Alter, warm schmeckt sie am besten. Ach so, ja gut, du trinkst auch mit einem Pill. Ja, gut. Genau wie mein nee, warte, falsches Thema. So, wir legen einfach mal die MD-Sales rein. Denn die brauche ich für die Wooden Whale Beds und die brauche ich für die Wooden Tea. Oder andersrum, ich brauche die Wooden Tea für die Wooden Thai. Thai, so. Und das Problem ist, ich brauche ein Bucket allein für ein Wooden Thai und das ist schon etwas teuer. Aber ich habe was vor, wer die B2LP kennt und beim Megaprojekt, oder wo waren das, mal zugesehen hat, der weiß, was ich vorhabe. Ich sage nur Booster Track, ich sage Elevator, glaube ich, Track, ich finde es gerade noch nicht. Dann hast du noch zum Ein- und Aussteigen, dann hast du den normalen Tracks, dann wird schon, ich Jump, jetzt muss ich gucken, Jump, nee, die gibt es nicht, oder was? So, jetzt sollte es flüssiger laufen. Weil, also es werden hier ein paar Sachen kommen, da. Auch nicht. Passenger. Okay, ich glaube, er hat es nicht richtig beendet. Egal. Dafür läuft es bei mir heute flüssiger. So, ich kann aber schon mal. Ja, bei mir leckt es nur internetmäßig. Ach so. Kann auch sein, dass mein Internet gerade wieder einfach nur zum Kotzen ist. Also ich musste gestern zum Beispiel, musste ich YouTube-Videos auf 240p schauen am Abend. Was ist denn weil das? Weil er alles andere nicht geladen hat. Also nicht schnell genug, dass man das Video flüssig schauen kann. Also ich weiß nicht, mein Internet ist zurzeit einfach nur noch komplett zum Kotzen. Ich verstehe diese Sache. Also für Tracks brauchst du 6 Standard. Obwohl doch, das geht auf. 6 brauchst du und 32 kriegst du raus und du brauchst. Obwohl 7 brauchst du zum. Na, verdammt, 8. Ich wusste es. Ja, egal, gut. Wir machen jedenfalls die Dinger erstmal so. Und zwar entweder. Ist ja auch verschiedene. Ach nee. Iron Blade kriegen wir 4 raus. Aus einem Iron Blade 4. Steel braucht man. Refine. Und hinten? Ja, okay, gut. Aus Bronze, was nicht gerade billig ist, kriegen wir gerade mal eine Standard Rail raus. Bronze ist, denk dran, ne, wenn du Bronze machst, nicht einfach so craften. Ich sag's dir, weil du das sehr, sehr schnell immer gerne alles vergisst. So, Alu braucht man noch, oder? Jein. Titanium kriegst du 16 Welding raus. Tausend-Kind-Plan. Steel brauchen wir auch. Also, ich würde mal sagen, am billigsten ist eigentlich Iron Blades, oder? Iron Blades, sonst müsste ich noch Refining. Das bringt ihr überhaupt nicht. Die bringen es aber. Ach nee. Ah nee, ich mach normal Iron Blades. Iron müssen wir ja ein paar haben. Ja, wir können auch noch so 1600 machen. Assembler Blending Maschine so. Machen wir mal 2. Genau. Ich wollte gerade sagen, hat ein bisschen gebackt so. Wir können uns aber noch nicht hinlegen. Genau das wollte ich gerade sagen. Denn wir können uns erst. Jetzt nehme ich schon die Redstone Torch in die Hand. Keine Ahnung, jetzt können wir uns hinlegen. Und dringen erstmal ein leckeres
Ich weiß nicht, warum du dich jetzt hinlegst. Ich weiß nicht, wie das ist. Ach so, bist du nie in der Nähe zum Ich Schlafen? bin gerade in meinem Sicher bei meinem Sicherheitshaus. Wie ich am Anfang schon gesagt habe. Ach so. Ja, ich hätte gedacht, du hast doch eine Zeit, Dings zu legen. Nee. Alter, das ist zum Sicherheit-Dasein, nicht zum Hinlegen. Ja, also bitte. So. Doppelpf. Schnauze. Vor allen Dingen, als ob man in dem Sicherheitshaus spawnen sollte. Also das würde ich keinem raten. Da drin im Bett zu haben, oh, gefährlich, wenn man mal stirbt. Wir gucken in der Zeit mal nach diesem Kerbeside. Das wird überhaupt noch nicht da sein. Ich weiß, weil es extrem lange braucht. Ja, es ist eine ist bald fertig, eine Kohle. Und dann gucken wir mal, was haben wir noch hier, was man vielleicht bauen könnte. Also, Moment, warte ich ja noch Ich baue darauf. noch kurz den Ring zu Ende, dann können wir Ah, hier sind die Leute. Schalafen Da braucht man die gehen. Bowlingmaschinen. Haben wir die Bowlingmaschinen noch? Rolling, ja. Gut. Kann ich dir anschließen? Kann ich dir in meinem Keller dann auch aufmachen? Brauche ich jetzt noch nicht. Also die brauche ich dann für die Und mir Operator-Dinger. fällt gerade auf, dass das gerade ein bisschen fail ist, was ich hier mache. Ist egal, ich liege, weil ich sowieso auf die Kohle und auf die Frack, ich. Dinger. Na, darf ich alles nochmal abbauen? Ich habe Ne, an der falschen Ebene gebaut. Na egal. ich muss allgemein warten. Gut. Okay, ich gehe kurz zu meinem Haus. Also, Jo. ich fliege. Ja, ich sehe dich auf der Karte nicht das. Ah, da. Nee, das ist ein Batman. Kannst du auch noch nicht. Das ist Batman. Batman! Ja. So, Leute. Was gibt es Neues aus unserem Leben? Von da hinten kommt er. Ach, genau, ja, da ist ja sein Haus. Ich muss gerade überlegen. Aber was hat die andere gesagt? Genau. Dü-dü-düm. Dü-dü-düm. Ja, was Düm, gibt es neu? düm. Ich habe hier Okay. etwas an meinem PC rumgebastelt. Ein paar Prozesse habe ich beendet. Ich habe ein paar Sachen gelöscht, die von Steam ausgehen. Und auf einmal klappt das irgendwie. Ich weiß nicht, warum. Das ist für mich eigentlich. Steam-Spiele werden hier nicht direkt drauf gespeichert. Die laufen hier über Steam, oder? Die nehmen ja nicht viel ein. Da bin ich bescheuert. Was? Ich habe jedenfalls Steam-Spiele gehabt und laut Systemsteuerung ist ja überhaupt nicht groß. Hä? Ich habe ein Cold Coke hergestellt. Ja. Das läuft das trotzdem raus? Weiß ich nicht. Obwohl du brauchst Ich überhaupt weiß nicht. nicht. Ich baue mal kurz die Pipe ab. Ist doch erlaubt, oder? War eh Weil ein aus dem ME. irgendwie Alter, Deadlegs. weiß ich nie, baut er trotzdem ab. Internet, please. Na, vielleicht tut wieder dein Virensystem Nein, das habe ich Kass. vorhin auch schon gesagt, du hörst mir ja nicht zu. Ne, ich weiß, weil ich gerade irgendwie richtig verpeilt bin. Oh, ich merke gerade, ich habe die Sortieren-Taste. Ich hasse diese Taste, die geht mir so auf die Nerven. Ja doch, jetzt beginnt es wieder bei mir ein bisschen zu lecken. Ja, jetzt hört's auf, jetzt beginnt es wieder ein bisschen, jetzt leckt das wieder. Ich weiß nie warum. Jetzt hört es wieder auf. Ist schon ein bisschen komisch. Du hast gesagt, du brauchst eine Rolling Machine. Im Moment noch nicht. Oh, ey, ich bin extra nach Hause gegangen und hab das jetzt aufgemacht. Ey, nee. Das habe ich aber gesagt. Also jetzt hörst du mir nicht zu. Ich hätte jetzt so Bock, hier so einen Fluss lang zu bauen. Kannst mir ja trotzdem gehen. Ach so, nee, du bist noch so weit weg. Ich hätte irgendwie jetzt so Bock, hier so aus dem Berg einen Fluss hier lang zu bauen. Wir tun mal ausgraben. Weil ich hätte schon, wie gesagt, Lust auf einen Fluss. So, dann reißen wir mal alles wieder ab. Das ist genau Oh hier. ja, ich hab Zeit. Oh, bei mir geht's ja. Ich bin zwar ein bisschen unter Stress, weil ich habe nichts gegessen. Ich muss dann gleich auf einem Server was mitmachen. Also mich drum, naja, nicht drum kümmern, nicht mitmachen, sondern ja, ich werde wo angenommen und dann muss ich kurz dabei sein und dann muss ich wohl mitarbeiten gleich und dann
dann bin ich dumm, weil ich überhaupt noch nichts gegessen habe heute groß. Und ich wollte eigentlich zum Döner gehen und. Naja, die Idee hatte ich auch schon. Aber ich habe ja kaum Zeit. Das Video kann ich sowieso erst so gegen Nacht rendern. Das wird. Oh, ich mache das Richtung Kühe, kommt da so der Fluss rein. Das ist eine gute Idee. Ich kann dann mal kurz hochfliegen, wie das dann so aussieht fast. Und zu den Kühen, zu dem Teich. Kommen Kühe aus dem Wasser raus oder haben die Probleme? Tiere kommen zwar alle generell aus dem Wasser raus, aber auf Servern hast du diese Leckprobleme, dass das manchmal dafür sorgt, dass Tiere auch ertrinken. Ne, ich mach's sowieso, ich mach's nur einen tief. Na dann ist es egal, außer für Hühner. Die können trotzdem sterben. Ja, gut, eigentlich, ja gut. Weil das ist leider auch der Grund, warum ich keine ultimative Hühnerfarm bauen kann. Sondern nur, ja, das, weil auf Servern halt grundsätzlich keine automatische Hühnerfarm so funktioniert, wie man sie bauen kann. Leider. Ich probiere es jetzt einfach mal hier so. Wenn die Hühner sterben, ist es nicht schlimm, wir haben ja genug Eier. Und ich meine nicht Er diese könnte Eier. schon eng werden bei 30.000 oder was auch immer wieder haben. Ja, gut, hast du auch wieder recht. Jetzt muss ich mal gucken, habe ich denn das gemacht? Naja. So hier. Ich überlege gerade schon, ob ich dann offscreen mal die Kuppel wenigstens bauen soll. Das Projekt hier ein bisschen vorangeht. Ah, die Hühner, die gehen ja jetzt. Naja, ist scheißegal. Ja, Ich gut. glaube, ansonsten sitze ich die nächsten 3 Folgen an der Kuppel. Wow, ich kann ein Wasser einmal setzen. Yay, das bringt mich so weit. Wo ich habe ja kein Wasser hier. Man nimmt bei Wasser auch immer 2 Eimer mit, Ja, wenn ich man habe. irgendwie Wasser platzieren möchte, weil dann kann man eine Infinite Water Source machen. Ach, ist nicht schlimm. Ich habe ja kein Wasser 5 Meter weiter. Aber du kannst dir die 5 Meter sparen, denn du musst sie jedes Mal laufen. Nein, ich fliege sie. Du musst sie jedes Mal fliegen, aber das kostet Unmengen an Zeit. Diese Zeit habe ich. Deswegen Leute, der Pro-Tipp vom Raccoon Style Play, wenn ihr Wasser 1 tief baut, nehmt die gute Methode, nicht die Man of the World Methode. Denn das ist nicht die gute Methode. Ihr alle kennt es, nur er nicht. Weil er nicht nachdenkt. Hündchen, du musst sterben. Bist du bereit zum Sterben? Guck mich an. Guck mich an! Nur wenn du mich anguckst, wirst du sterben. Sollte ich Du wissen. willst seine Augen sehen, wenn sie leiden. Ich guck mich nicht an. Alles Ah, es hat klar. mir angeguckt. Jetzt muss es sterben. Töte es mit Ist der schon bloßen Faust gestorben. der Gerechtigkeit. Dö-dö-dö. Ah ja, ihr habt es ja schon gemerkt gehabt. Schon vor allen Dingen. So, kurz vor Ende. Dö-dö-dö. Ich finde es Dö eklig, und dö. dass das Wasser so gelb wird, also zu gelben, zu grün wird. Braun wird. Brauner. Was? Meinst du, es sieht aus wie Durchfall? Nein. Ich glaube, den Untergrund müssen wir noch ändern. Der Durchfall sieht sieht nicht schön schöner aus. aus, hm, stimmt. Der sieht nicht schön aus, der Untergrund. Naja, gut, das können wir vielleicht auch noch später machen. Ich garantiere nicht, dass es eine gute Kuppel wird. Ich garantiere nur, dass es eine Kuppel wird. Wie gesagt, das ist das erste Mal, dass ich, also nicht das erste Mal, dass ich was Zylindrisches baue, aber das erste Mal, dass ich was mit einer Kuppel baue. Da kann ich echt für nichts garantieren. Jetzt muss ich gerade gucken, Jetzt muss er kochen. jetzt muss dieser ach, keinen Plan. Ist das der das anzeigt? Oder wie hieß denn der das gleich? Da gab es doch irgendeinen Mod, der hat dir angezeigt, wie du das bauen sollst. Was? Naja, Zylinder, Kreis, Rechteck und so weiter und so fort. Der hat dir das dann gleich angezeigt. Ist ja langweilig, wenn du einen Mod dafür hast. Puh, selbst ist der Mann. Kreativität hängt im eigenen Kopf. Habe ich ja nicht. Du auch nicht. Das weißt du. Ja, ich und keine Kreativität, alles klar. Man sieht dann. Ah, gut, ich habe mal lieber mein Maul. Du sei mal ganz ruhig. Ich habe deinen Kopf gebaut, ja. Das würde ich auch gerade meinen. Ey, warte mal, warum ist mein Aufnahmefeld. Ob ich sehe, ob die Aufnahme läuft weg oder nicht? Oder. Ich sehe es nicht Oder mehr. nicht, oder hey?
Ich weiß, dass die Aufnahme läuft, aber ich weiß nicht, ob sie in Minecraft gerade läuft. Bist du dir sicher, dass die Aufnahme läuft? Ich glaube nämlich nicht. Ich habe deinen PC gehackt und das ist hier ein Hacker-Video. Ich habe dich gerade voll geprankt. Ha ha ha. Du hast gar nicht aufgenommen. Das ist schon Prank! So, jetzt werfe ich mir erstmal die Kühe mal kurz rein. Und it's a prank! So, warte mal. Kuh, geh mal ins Wasser. Das klingt, als würdest du jemanden beleidigen. Ey, du Kuh, geh mal ins Wasser. Hühnchen, geh ins Wasser. Hühnchen, geh ins Wasser. Wenn ich dich noch einmal schlage, bist du tot, das weißt du. Kriegst du ein Schwert oder was? Nee, mit der Hand. Ja, mit der Hand brauchst du ungefähr 8. Nee, 4 Schläge oder so habe ich jetzt gebraucht und es war tot. Ja, jetzt kommen wieder die Ausreden, weil du Gegenstände in der Hand hast. Nee, ich hatte mit der bloßen Hand. Ja, das glaube ich dir eh nicht. Selbst wenn ich es auf Video sehe, hast du total hässlich hinterher After Effected. Geiles Wort eigentlich, After Effected. Ich brauche nur einen Samen. So. Gib mir Samen. Samen? Nein. Hähnchen? Nein, das werde ich nicht tun. Doch, ich muss meine Eier befruchten. Okay, das wird jetzt immer schlimmer. Du bist nicht mehr reif für eine Aufnahme. Reif? Die sterben nicht, aber die sind trotzdem ein bisschen schwarz geworden. Die Samen? Nein, die Hühnchen. Die Eier, achso. Naja, bei dir muss man ja nachfragen. Was das angeht, bin ich mir nie sicher. Irgendwann ertrinken sie, das kann ich dir sagen. Ja, wenn nicht am Stück, aber es backt halt manchmal rum und dann kriegen sie halt Schaden. So immer mal wieder ein bisschen Drowning-Schaden und irgendwann sind sie halt tot. Ist mir egal, die sind mir sowieso egal, die Trickshühner, die sind doch nichts wert. Das war ein falscher Block. What the fuck? Warum ging die Tür jetzt erst zu? Die ging auf und wieder zu. Das hat mir gerade ein. Ha, ich sehe dich. Du bist 160 Meter entfernt. Ja, das ist auch nicht so schwer. Ach nee, ich wollte hier runtergehen. Und Kohle? Ja, es ist Chaos-Zeit drin. Also es Kohle, hat trotzdem. Kohle, tralala, Kohle, schubdiduba. Pump nicht ab, bitte. Kohle. Das stimmt ja. Achso, ja, ich hab übrigens auch Liquiducts gemacht. Nee, nicht Lu, Liquiducts sind nicht teuer, aber ja, sollen wohl effektiver sein als die ganzen Transport Pipes. Und da dachte ich mir, YOLO, das probierst du aus. Und dann habe ich gemerkt, NOLO, das funktioniert nicht sowieso. Weil ich habe damit halt noch keine Erfahrung. So. Und weil die nicht funktioniert haben, habe ich halt als Ersatz erstmal das genommen, weil es auch funktioniert. Problem. Aber Liquiducts sollen halt schneller transportieren und so eine Sachen. Okay, bei mir leckt es gerade am Server. Du meinst, bei mir leckt das Internet-Server schon eine ganze Weile. Ja, aber seit Anfang des Parts oder so. Bei mir fängt jetzt an. Bitch-Builder. Was? Der Bitch-Builder. Was muss man denn mit dem? Und pumpt er pumpt ab. Nice. Gut, dann haben wir das Problem und jetzt brauchen wir noch ein bisschen Oakwood. Oh, nimmst du mir jetzt etwa mein gutes Oakwood weg? Ja, 3 Stück oder so. Alter. Ja, 3 Stück. Alter. Verbraucht. Ich habe letztens erst 2,5 Stacks erfarmt, als ich hier die Bäume alle weggemacht habe, um mein Safety, Security, House of Doom and Destruction hinzustellen. Ist mir scheißegal. Wieso hat eigentlich alles bei mir den Zusatz Doom and Destruction? Ach ja, weil es cool klingt. Nee, der Pornoquelle früher hatte nicht. Ja, aber mittlerweile. Man streams 10 nicht. Weiß man. Achso, du bist kein Mann, Entschuldigung. Ja, tut mir leid. Wir haben doch Koppel, oder? Koppel? Mehr als genug. 128.000 oder so. Warum pumpt denn der so langsam rein? In die Kiste. Oder pumpt er zu schnell raus hier alles? Was habe ich jetzt in der Ecke auch eingesetzt? Bräuchten Goldpipes vielleicht. Oh ja, tatsächlich. Da geht's vielleicht dann kommt der weg.
Da kommt. Nein, da muss ja ein normaler hin. Oder mache ich ihn da innen? Nee, kommt nicht gut. Nein, kommt da normaler hin. Okay. So, die Aufnahme müsste doch langsam vorbei sein, oder? Doch klar, ich mach die nach innen, das kommt gut, das kommt deutlich besser. Sag mal, wie lange geht ein Timer? Timer? Der Timer? Der sind jetzt bei 25,5 ungefähr. Würde ich sagen, ist langsam, oder? Wenn ich baue, ist nie genug Zeit vergangen. Merkt ihr das, Bastards? Weil du ein Bastard bist, Du auf weißt, die Abi, der im Lambo und Ferrari sitzt. Du weißt, dass ich aber noch was vorhabe, oder? Black Bull. Ja, nur weil du deine Puffbesuche nicht verschieben kannst. Alter, wir haben einen Haufen schwarze Wolle. Komm. Ich hab noch mehr. Und das liegt daran, dass ich da so gut wie nie was ins ME von schmeiße. Ich hab da nur alles reingeschmissen, weil ich mein Inventar entleeren wollte. Als ich deinen Kopf gebaut hab und da mal... Brauchst du die 58 weiße Wolle? Nimm. Aber du kannst dir die auch mit Strings ultra leicht herstellen. Ja, ich habe bloß gerade Wolle eingegeben und da brauche ich nie craften. Weil ich wollte das hier drinnen mal mit Wolle auskleiden. Mal gucken, wie das aussieht. So ein Wollraum. Gut, aber wärst du damit einfach schon, wenn ich mal wieder Schluss mache? Ja. Weil du weißt schon, dass ich die ja, du und deine Kack-Puff-Besuche immer. Ja, die vermissen mich doch schon. Das musst du verstehen. Du immer mit deinen fetten Eulen. Ich weiß nicht, was sie an dich finden. An dich schwinden, Junge. Ja, die finden nicht an mir, aber ich gebe ihnen viel Geld. Die finden eine Menge an dir. Also mindestens deine zwei männlichen Brusthaare. Die einzigen Haare, die du hast. Das geht ein bisschen... Warte mal, man hat mich schon mal live, real life gesehen mäßig, also... Man ja, du hast keine Kopfhaare, du hast eine Glatze. Ja, das war alles dran. Die ist neu. Ja. Die ist... Genau. Das andere war eine Perücke. Ja, genau. Gut. Das ist keine Ausrede, die ist nicht billig. Gut. Ah, wir haben einen Carousel. Yay, nach drei. Cool. Gut, aber da würde ich mal sagen, wenn euch der Part langsam mal gefallen hat, dann gebt doch mal einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann sagt es doch uns Bescheid und dann ändern wir jede Kleinigkeit. Wenn ihr unseren Penis sehen wollt, dann zeigen wir unseren harten, stahlharten Penis. Da war stahlhart drin. Ich weiß. Jedenfalls, gebt einen Daumen nach unten, wenn euch das Ganze gefallen hat. Ja, sieht besser aus. Da, Kommentare schreiben, was wir ändern sollen. Abonnieren natürlich auch nicht vergessen. Das Wichtigste, wenn ihr sehen wollt, was hier aus der ganzen geilen Stadt werden soll. In diesem Part kam bisher nur bei meiner Seite der Bach dazu. Und bei ihm... ich baue das Haus. Ein Sicherheitshaus, was mich nicht angeht. Ist auch du gut. Wirst daran auch mal sterben. Das weiß ich jetzt schon. Das ist eine gute Sache. Und da würde ich es einfach mal sagen. Abonnieren. Ja, wenn du stirbst, ist das immer eine gute Sache. Ja. Ich gehe mal zu meinem Häuschen, was er gebaut hat für mich. Und beende dort oben. Häuschen. Wenn ich das schon höre, Alter. Das Ding ist 16x16 Blöcke groß. Vor allem, wie groß das drin vorkommt. Du hast es so aufgebaut, als ob das riesig ist irgendwie. Es ist riesig. Das sind 16x16 Blöcke. Ne, von außen sieht das so klein aus, aber von innen ist es so voll gebaut, dass es extrem groß vorkommt. Es ist ein Haus, ich hab's designt. Was erwartest du? Scheiße. Bäm. Gut. Ich muss doch deine Sachen mitkompensieren. Gut, aber jetzt langsam. Geht auf seinen Kanal, wenn ihr bei mir guckt, wenn ihr bei ihm guckt. Guckt natürlich bei mir mal vorbei, guckt euch natürlich Barbecue bei mir an, guckt natürlich seine Gronkh-Highlights an. Ich kann nur sagen, die sind genau, Hammer. Genau, die ganzen Gronkh-Highlights, die ganzen eine. Die sind einfach... Die ganzen eine sind so unglaublich. Dass man einfach einen Orgasmus bekommt. Dass wollt man ihr, einfach reinschauen muss. Wollt ihr sehen, wie ich... weiß geworden bin, dann guckt, dann gibt einen Daumen nach oben, wenn nicht, dann gibt einen Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, sagt der, nein, wenn das so läuft. Jedes Mal passiert dir das, nach oder während der Aufnahme, ich weiß nicht, was mit, ich hab dir schon zigtausendmal gesagt, mach die Lilong Vollboots, nein, dann nicht.
Ich würde einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal, sagt euer Minister Wort und der immer ausrassende Und beste, wundervollste und Mensch, der existiert, hässlichste, der Raccoon Slayer. Nur hässlichste, meine Sachen hässlichste. zählen. Du bist ein Opfer. Scheiße, wo liegen meine Sachen hier hinten, oder? Siehst du? Ja, hier. Du bist ein Opfer. Scheiße, wo liegen meine Sachen? Siehst du? Ciao, ciao!